Ja, hi, Abend, morgen, was wir auch haben. Hier ist wieder euer Lottitan alias von Duncan. Und ja, also es gibt eine Menge Müll in letzter Zeit wieder. Gerade eben im virtuellen Bereich, wie die Leute die Tatsachen verdrehen und weiter ihre Lügen und Hetze ausbreiten. Also, wo soll ich da anfangen und wo soll ich da aufhören? Erster Punkt ist zum Beispiel, das wurde in der Öffentlichkeit dann wieder gepostet, dass man halt dann sagt, ja, kein Wunder, dass der für ein Jahr weggesperrt wurde, weil der ist ja balla balla. Das ist genau das Anliegen. Rechts erklärt alles für krank, was anders ist. Ja. So, und deswegen bin ich nicht Baller Baller oder andere sind nicht Baller Baller, nur weil ihr uns nicht versteht, weil wir anders sind. Ja, sondern ihr seid rechts und scheiße. So. Ja, ist echt krank. Ja, ihr seid krank. Ja, und nicht ich oder andere, die ihr abstempelt. Ja. Und dazu kommt dann eben noch eben, dass gelogen wird und verdreht wird, Tatsachen verdreht werden, wie zum Beispiel, dass angeblich meine Videos alle aus Facebook und YouTube gelöscht werden. Komischerweise sind sie dann da, ja. Und ich kann nur eben sagen, ja, ich war auch auf einer Plattform 2 Jahre gesperrt und gebannt und wurde auch gelöscht, aufgrund eben von Hetze gegen meine Person. Was die Leute nicht immer verdrehen müssen, ist, dass sie Scheiße gebaut haben, nicht ich. Dass ich auch wieder auf dieser Plattform bin und wo sich viele sagen, ja, aber jetzt musst du dich benehmen. Ich habe mich schon immer benommen. Ich bin immer in einer sozialen Position, auch jetzt. Und ich ändere mich nicht. Ja. Und ich werde weiter meinen sozialen Weg gehen, meinen menschlichen Weg und werde auch ganz klar eine Position gegen Rechtes und Das kann ich aber auch Asoziales nur raten, hier Alter. fahren. Beschwert euch doch wieder und versucht mich wieder auf dieser Plattform zu sperren, zu bannen und löschen zu lassen. Wenn ihr es schafft, ist es wieder ein Armutszeugnis für diese Plattform. Wenn ihr es nicht schafft, dann zeigt sich mal, dass diese Plattform dazugelernt hat und verstanden hat, dass eben gewisse Verhaltensarten nicht in eine Plattform reingehören. Kann auch eben nur dazu sagen, dass es echt armselig ist, wie diese Gesellschaft sich verhält. Global gesehen, nicht nur in Deutschland, aber eben auch in Deutschland, aber auch global gesehen auf der ganzen Welt. Eben rechtstendiert und asozial sich verhält. Es kommen zum Beispiel eben auch Flüchtlinge hierher. Ja, ich habe nichts gegen Ausländer, ich habe auch nichts dagegen, dass man Flüchtlinge unterstützt, vor Krieg bewahrt, einen Schutz gewährt, auch vor Wirtschaftskrise oder sonst was. Darum geht es gar nicht. Es geht aber darum, dass eben wir Deutschen nicht heilig sind, ja, und auch die ausländischen Länder ist keins von heilig. Ja, und es gibt in jedem Land Rechtsextremismus, ja. Ihr müsst das endlich mal kapieren. Der Islam oder sowas, der radikale Islam, das ist eine rechte Orientierung, eine blinde Ideologie, ein blindes Streben. Ist nichts anderes als wie die deutschen Neonazis. Ja. Ihr habt es immer noch nicht begriffen. Ja, und ihr tut so, als wäre alles rosa-rot und als gäbe es das alles nicht. Ihr wollt die Probleme nicht sehen. Ja. Und damit seid ihr mitschuld. Ihr seid auch mitschuld eben an dem allen, was mir widerfahren ist. Weil ihr schweigt, weil ihr die Ohren zumacht, weil ihr die Augen zumacht, weil ihr den Verstand nicht nutzen wollt, um mit sozialer Bildung etwas auszusagen. Ja. Das ist eure Mitschuld, dass ihr fördert und unterstützt, dass sich rechtes und asoziales Fehlverhalten ausbreiten kann. Ja, und das ist eben auch die Gewalt, die mich oder andere kaputt macht, worüber ich auch offen rede, wo ich kein Blatt vorm Mund nehme. Ja, und ich kann nur sagen, wenn ihr auf dieses Hören, Sagen, Gelaber hört, dann guckt euch doch mal die Tatsachen an. Ja, weil ich bin nicht krank.
Ja, auch meine Videos hier oder sowas sind nicht krank, sondern sprechen Probleme an, die wahrheitsgetreu in der Realität wie im Virtuellen gegeben sind. Ja, und ich werde mich einbringen im sozialen Bereich und menschlichen Bereich gegen asoziales und rechtes Fehlverhalten, wo sich eben auch dieses rechte und asoziale Fehlverhalten gibt. Ja, und wenn es eben im Virtuellen sich gibt, dann werde ich virtuell dagegen angehen. Ist mein gutes Recht und werde ich auch eine Position zu haben. Genauso wie im Real. Ja. Ist echt lächerlich, ey. Es kommen wieder natürlich Leute, die sagen, warum wiederhole ich mich immer? Weil ihr es nicht begreift und immer wieder dieselbe Scheiße baut. Ihr lügt, ihr hetzt, ihr diskriminiert, ihr verurteilt. Ihr stempelt ab. Ihr baut blinde Ideologie auf über anderes. Ihr verhaltet euch nicht anders als rechte Scheiße oder eben asoziale Scheiße. Kommt drauf an, wie ihr euch verhaltet, eben welche Auswirkungen das hat. Und dagegen werde ich stehen, ja. Auch wenn ich eben alleine stehe, was eigentlich ein Armutszeugnis ist, dass ich hier alleine mich einbringe im sozialen Bereich und menschlichen Bereich und die Wahrheit sage. Und sich keiner traut, die Wahrheit zu sagen. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, ist doch alles nur halb so wild. Ich war doch auch in Therapie und war eingeschlossen. Ja, ihr wart in Therapie. Seid ihr auch vielleicht irgendwo krank gewesen oder so? Oder seid krank? Ja? Ich bin es aber nicht. Mich wollte man nur mundtot machen. Und das ist ein Unterschied. Mich regt gar nicht auf, so dass ich praktisch in einer Klapse geliefert war, sondern der Grund, weshalb, wieso, warum. Und eben, dass da Bullshit getrieben wird und dass die Leute immer noch das nutzen, um zu sagen, der ist ja verrückt, der gehört eingesperrt. Wo bin ich verrückt? Ja, oder wo bin ich krank, wie ihr immer behauptet? Die Kranken seid ihr. Ihr seid verhaltensgestört, ja? Ihr habt eine rechte bis asoziale Fehlverhaltensart und dagegen gehört sich in einer sozialen Position eingebracht und das werde ich weiterhin tun. Und ihr habt versagt in der Bildung, im sozialen Bereich bei euren Kindern, ja, und Kindeskindern und Kindeskindern die ganzen Jahrzehnte schon über. Und da haben Eltern, Lehrer und Erziehungsberechtigte versagt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und das ist für euch auch ein unangenehmes Thema, eben weil es die Wahrheit ist. Ja, und ihr wollt keine Schuld haben, dabei seid ihr schuldig. Eben das Wegschauen alleine, was ihr schon macht immer. Dass man sagt, ja, man muss ruhig bleiben, man darf nichts aussagen, das ist völlig falsch. Ja, völlig falsch. Den Mund verschließen, die Augen verschließen, die Ohren verschließen und nur noch rosarote Brille aufsetzen und alles ist rosarot, keine Probleme. Das ist genau der Irrweg, warum es schon zum Beispiel auch unter anderem in Deutschland überhaupt zu einem dritten Reich gekommen ist. Ohne Geschichtsbildung, ohne Bildung überhaupt seid ihr. Entschuldigung, wenn ich das sagen muss, aber es ist leider so. Ihr müsst endlich kapieren, dass wir global ein rechtes und asoziales Problem haben, eben im Fehlverhalten. Dass sich dieses auch auswirkt über Politik bis hin zu Kriege. Ja, alles andere, was wir an Kriegsform haben oder eben gegeneinander, resultiert aus asozialer und rechter Verhaltensform, die sich immer wieder hochpauscht. Ein Fehlverhalten halt, was der Mensch schon seit Tausenden beschäftigt und hat, wo auch immer wieder versuchen, intelligente Menschen einen sozialen Weg und eine soziale Basis einzubauen, mit eben Rechte für uns als Menschen, egal ob wir Männer, Frauen, Kinder sind oder eben welche Hautfarbe, Nation oder sonst was wir haben, welchen Glauben wir haben oder etc. Ja, dass jeder glauben kann, woran er will, das ist klar, aber ich darf auch nicht glauben, ja. Und das kapieren auch viele nicht, ja. Ich darf auch in der Position zu sagen, ich glaube nicht an Götterwesen, ja. Ich glaube nicht an eine Ja, an ein Wesen über mir. Ne? Ich habe auch das Recht zu sagen, ich glaube nicht an diese Urknalltheorie.
Das ist eure Theorie, die habt ihr aufgestellt. Ja, aber für mich ist es klar, egal wie weit ihr ins Weltall guckt und euch immer mehr neue Position dort erschließt und weiter guckt und weiter guckt, ihr werdet kein Ende finden, weil es diese Urknalltheorie ist Humbug. Ja? In meinen Augen. Das ist meine Meinung, die darf ich haben. Und ich bin mit meiner Meinung sehr glücklich. Ich bin jemand, der zu seinem Wort stehen kann, der zu seiner Einstellung stehen kann und eben auch zu seiner Person stehen kann. Ja. Dass ich kaputt bin, weiß ich. Ich weiß auch, warum ich kaputt bin. Ja, diese kranke Gesellschaft hat mich erst kaputt gemacht. Hat mich auch zu Unrecht nicht nur ein Jahr, sondern über 2 Jahre insgesamt Freiheitsberaubung gemacht und weggesperrt. Ja. Und ihr tut so, als wäre das alles nichts. Es ist Gewalt. Gewalt, die ihr ausübt. Ja. Gewalt, die ihr weiterhin auch ausübt, indem ihr im Nachhinein noch sagt, ja, kein Wunder, wenn ich irgendwas sage, ja, es sei ja eh falsch und krank und ich gehöre ja eingesperrt. Ja. Das ist eure Gewalt, das ist euer Problem, das ist eure rechte und asoziale Attitüde, die ihr an den Tag legt. Und solange das kein Ende hat, solange ihr weiter rechte und asoziale Fehlverhalten an den Tag legt und weiterhin diese blinde Ideologie verfolgt und euch blind gegen andere stellt, werde ich mich auch dagegen stellen und auch mir meine Und Leute Würde, ja. verteidigen. Ja. Was soll ich groß sagen? Es ist traurig einfach. Traurig, wie diese Gesellschaft global sich entwickelt. Wir hätten schon längst weg sein können von den ganzen Glaubensscheiß, Kriegsführung und blinden Perfektionen, die sie aufbauen überall. Ja. Aber es liegt mit an euch. Wollt ihr nur schweigen, zusehen, es zulassen? Es zulassen, dass Kinder kaputt gehen, Frauen kaputt gehen, Männer kaputt gehen? Zulassen, dass Wirtschaften kaputt gehen, dass vor allem das soziale Miteinander kaputt geht, das menschliche kaputt geht? Ja. Oder wollt ihr daran arbeiten, dass wir wirklich auf den Nenner kommen und mal klar sehen, es gibt Probleme, die müssen wir vernünftig mit Bildung und Verstand auch angehen. Ja. Und ich bin durchaus in der Lage, Spaß zu haben, das habe ich auch gerne. Aber wenn eben ernste Themen sind, dann bin ich auch ernst. Und es ist ein ernstes Thema, wenn man mich halt verhetzt, diskriminiert, verurteilt und abstempeln will als krank, weil ich bin nicht krank. Oder eben mich abstempeln will als ja, verrückt oder sowas, weil ich bin auch nicht verrückt, sondern ich sage einfach die Wahrheit aus und erzähle ein bisschen aus meinem Leben, was ich persönlich mitgekriegt habe, was mir widerfahren ist. Und ich weiß, dass es auch anderen widerfährt und dass es falsch ist. Ja. Und es gibt so viele Menschen, die dazu schweigen, die daraus ein Tabuthema machen und immer diese Einzelfälle abtun. Auf dieser Welt und auch eben in Deutschland passiert sehr viel Scheiße. Und ihr müsst endlich aufwachen und wenn ihr etwas ändern wollt, dann lasst euch nicht Scheiße erzählen, sondern ändert endlich was. Ja. Wo es passiert, im virtuellen oder im realen, ist egal. Ja. Wo sich das Rechte und Asoziale ausbreitet, brauchen wir menschlichen Widerstand, sozialen Widerstand. Ja. Eine soziale Position, die klar Nein sagt. Und das werde ich weiterhin tun. Ja. Auch wenn ihr Lügen verbreitet, eure Hetze macht. Im virtuellen oder auch im realen Bereich, wenn ihr hinterm Rücken eure Scheiße labert, weil ihr keinen Klartext finden könnt, wenn man mit euch persönlich redet, ja, dazu fehlen euch die Argumente, ja, und dann bringt ihr eben nur wieder blinde Parolen, Lügen, Hetze, Diskriminierung, Vorurteile und wundert euch dann, dass es Reaktionen von mir regnet. Und ich werde sagen, egal ob virtuell oder real, ich habe das Recht zu reagieren, ich werde es tun. Ja, wenn ihr es dann schafft, dass ich nochmal von einer Plattform gekickt, gebannt oder gelöscht werde, dann ist es ein Armutszeugnis für die Plattform, dass sie rechtes und asoziales Streben und Fehlverhalten eben unterstützt, anstatt eben soziale und menschliche Werte zu unterstützen. Das ist meine Meinung und mein Punkt jetzt hier dazu, ja, zu der ganzen Scheiße, die immer noch eskaliert und kommt und keiner wirklich Bildung und Verstand hat, etwas zu verstehen. Worum es eigentlich geht, ja.
dann könnt ihr weiter eure Scheiße labern. Damit zeigt ihr nur wieder, wie dumm und bescheuert diese Gesellschaft eigentlich ist. Schönen Tag, euer Sven Duncan alias Lord Titan alias Sven Duncan. Wie gesagt, dreht es hin und her, wie ihr wollt. Macht weiter eure Scheiße. Nur damit zeigt ihr genau das aus, worum es mir geht. Es gibt zu viel Fehlverhalten auf der Welt. Peace and love for all peoples.